Es war Zeit, dass wir in die Weihnachtspause gehen. Wir haben nie ins Spiel gefunden. Wir haben natürlich falsch trainiert. Wir haben auf Schnee trainiert. Das ist kein Schnee, Quatsch. Es war schon so, die haben ja kaum eine Chance gehabt. Das war immer gefährlich. Und wir haben natürlich unglücklich gespielt, teilweise Dinge, Elfmeter verschossen und solche Dinge. Es war schon ein gutes Pokalspiel, wenn man überlegt, die zweite Liga hier. Es war kein großer Unterschied und zum Schluss muss man Hochachtung vom Gegner zollen. Wir selber, wie gesagt, sind ein bisschen ausgebrannt, aber wir haben so ein Spiel auch schon verloren in den letzten Minuten. Das kann alles passieren. Aber wir sind erstmal im Viertelfinale. Wir mischen die Karten neu. Wir werden auch, gibt ja eine Veränderung bei uns in der Rückserie und dann werden wir natürlich angreifen. Aber so, wie wir heute gespielt haben, ist ein typisches Pokalspiel. Man muss auch mal sehen, Pokal hat andere Gesetze und so gesehen sind wir heilfroh, dass wir 700 Kilometer nach Hause fahren und den Sieg mit nach Hause nehmen. Sonst wäre es ja nur noch schlimmer gewesen. Ja. Sie haben es angesprochen, es gibt Veränderungen im Kader, drei neue Norwegerinnen. Wie sieht es denn auch mit den Langzeitverletzten aus und wer wird den Verein verlassen neben Kilian Winters? Also im Moment sieht es so aus, als dass noch Gespräche geführt werden mit Chantal de Ridder, die schon ein Jahr verletzt ist nach der Verletzung gegen. Die ist im Moment noch nicht fit. Wir werden den Vertrag versucht. Sonst hätten wir ja nicht die drei Leute geholt. Man muss ja immer sehen, es gehen zwei weg und drei kommen. Zwei aus Norwegen, die Geschwister, die es kommen Doppelpack. Ansonsten kommt Marin Melde, die wir brauchen für Winters, die ist vor der Deckung. Ich denke, dass wir dann Stabilität haben. Die anderen wie Elsig, wie Jenny Zietz, wie auf jeden Fall Kemme kommt zurück, die ist ja jetzt auskuriert. Ich denke schon, dass wir eine gute Mannschaft haben in der Rückrunde. Im Januar werden ja jetzt einige Hallenturniere gespielt. Ja. Das scheint ja so, dass Potsdam oder dass Sie das gerne mögen. Warum oder was ist das Besondere an der Halle oder warum ist das eine gute Vorbereitung? Naja, weil es Wettkampf ist und weil wir vor allen Dingen auch da im 1-1-Situation spielen können, wo man merkt, wie die im 1-1 sind. Und wir haben ja selbst diesmal zum ersten Mal überhaupt seit Bestehen Hallenturnier Anfang Februar mit allen bisherigen, also mit 7 bisherigen Teilnehmern an der Champions League oder UEFA-Pokal bei uns, Halle schon jetzt ausverkauft, 2000 Leute da rein. Es ist immer wieder auch eine Sichtung für die Spielerin selber, wie sie individuell drauf sind, welche taktischen Möglichkeiten sie haben. Und es muss einfach sein, es ist Wettkampf. Wie verbringen Sie jetzt die Weihnachtstage? Ich denke nach, wie wir die neue Saison ordentlich spielen. Ja, ne, wir müssen erstmal abschalten. Ich selber werde nicht groß wegfahren. Wir haben ja viele Bekannte und wir müssen alles auswerten. Ich denke schon, wir werden es jetzt überleben können. Wir sind in der Meisterschaft noch oben dran, das war nicht zu erwarten. Nicht, weil wir so gut waren, sondern weil auch der Gegner ein bisschen schwach war. Im Pokal gutes Halbfinale los. Und da kann man dieses Jahr auch, oder im nächsten Jahr durchaus auch Titel holen. Aber die anderen spielen auch noch mit.